Mahaba und herzlich willkommen zum schönsten Freitag in der Woche und damit zum Freitagsvlog. Wir haben es geschafft, es sind endlich Semesterferien und die Prüfungen liefen tatsächlich sehr gut, zumindest so nach meinem Gefühl. Ich würde behaupten, ich habe alle bestanden, aber besonders vor der letzten Klausur, die ich geschrieben habe, also die in Sozialpolitik, hatte ich ja besonders große Angst gehabt und habe mir auch jetzt zwischendurch schon ausgemalt, was wäre eigentlich passiert, wenn ich die nicht bestanden hätte. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass man die nur jährlich wiederholen kann und das hätte bedeutet, ich hätte mein Studium um ein ganzes Jahr verlängern müssen, was natürlich so überhaupt nicht in meinen Plan gepasst hätte. Aber das ist hoffentlich nicht der Fall und alles kann jetzt weiter nach meinem ursprünglichen Plan gehen. Ich kann jetzt ins letzte Semester steigen, ich kann noch meine 2 letzten Module machen, dann die Bachelorarbeit schreiben und dann beginnt ein ganz neues Kapitel. Aber ja, lasst uns nicht so weit wieder in die Zukunft vorauseilen, sondern uns erstmal auf das Hier und Jetzt konzentrieren und auf den heutigen Tag. Ich habe heute sehr viel zu tun, unter anderem, weil ich in der Lernphase vor den Prüfungen nichts gemacht habe. Also ich habe irgendwie meinen kompletten Haushalt links liegen gelassen. Ich habe mich so um sonstigen organisatorischen Kram nicht gekümmert und ich habe den Plan, dass ich das heute alles so in einem Rutsch erledige und hoffe auch, dass ich das schaffen werde. Ich habe mir auch eine Liste geschrieben mit den Dingen, die so unbedingt heute erledigt werden müssen und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum, sondern beginnen damit, den ganzen Kram hinter uns zu bringen. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being gay. Only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from so, es ist jetzt Mittag und ich habe tatsächlich meine Liste fertig und bin richtig stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe und mich nicht überfordert gefühlt habe, wie ich eigentlich angenommen habe. Aber ja, jetzt liegt das hinter mir und jetzt kann ich erstmal ein bisschen Pause machen und euch davon erzählen, was ich vorhin eigentlich für eine Rechnung ausgestellt habe. Wie einige von euch vielleicht wissen, sind Wally und ich ja ein ausgebildetes Besuchshundeteam und bis auf die Ausbildung hatten wir bislang noch nicht wirklich was gemacht. Aber das soll sich jetzt ändern, denn wir haben uns einen kleinen Job in einem Kindergarten ergattert und Wally wird sozusagen zu einem Kindergartenhund. Wir werden in 2 Wochen eine Kita besuchen und dort halt verschiedene Projekte anbieten, also so rund um das Thema Haustiere. Also was braucht man eigentlich, wenn man einen Hund haben möchte? Wie ist die Körpersprache von einem Hund? Was frisst ein Hund überhaupt und was sollten Hunde besser nicht fressen? Wie kann man Hunde am besten füttern? Wie kann man sie am besten streicheln, was kann man Hunde eigentlich für Tricks beibringen. Da wird Wally mir hoffentlich ordentlich assistieren und zur Seite stehen und ja, ich denke, er wird sich darüber freuen, von ganz vielen kleinen Händen Streichel und Aufmerksamkeiten zu bekommen und ja, das wird wahrscheinlich eine wunderschöne Erfahrung und ich freue mich auch, dass das, wenn das gut läuft, auch eine Sache ist, die wir jetzt langfristig machen können. Also, dass wir, keine Ahnung, alle paar Monate mal in die Kita gehen, immer in eine andere Kita-Gruppe und dann eben da unser Programm durchführen und das freut mich, weil irgendwie komme ich ja nicht ganz von der Kita los, obwohl ich nicht mehr als Erzieherin arbeiten möchte und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich mir denke, ja, das kann ich mir voll gut vorstellen. Wally und ich ab und an mal im Kindergarten, das ist einfach perfekt und genau das, was ich mir eigentlich immer so erhofft hatte. Aber jetzt ist es erstmal ein bisschen an der Zeit, runterzuschalten und andere Gedankenwege nachzugehen. Ich bin zurzeit sehr in mich gekehrt, muss ich sagen, weil ich auch versuche, in den Ferien so an meinen eigenen Anteilen zu arbeiten. Und da lese ich viel und versuche auch gewisse Übungen zu machen und einfach, ja, meine Probleme besser wahrzunehmen oder besser oder angemessener darauf reagieren zu können oder eventuell auch irgendwelche Glaubensmuster in mir heilen zu können. Und das ist meistens sehr anstrengend und belastend für mich, deswegen kann ich das immer nur in so kleinen Dosen praktisch mir antun. Aber ich denke, langfristig wird mir das helfen und deswegen nehme ich mir jetzt einfach ein paar Stunden Zeit für mich und ja, schreibe viel, lese viel, denke nach und reflektiere einfach mein Leben und versuche das Beste draus zu machen. Open air, side by side we sway there in all the colors. So, und damit hätten wir den Tag auch überstanden. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich schon fast die erste Woche von meinen Ferien, die jetzt wieder vorbei ist. Aber ich habe ja zum Glück noch 10 übrig. Da lässt sich noch einiges wuppen. Ich habe auf jeden Fall irgendwie noch das Bedürfnis, meine Wohnung mal so komplett grün zu reinigen. Also auch richtig auszusortieren und alles. Aber das muss ich ja nicht mehr alles heute erledigen. Dafür habe ich ja zum Glück dann noch die nächsten Wochen Zeit. Und ja, ich bin gespannt, was diese ganze Zeit für mich bereithalten wird und wie es so weitergehen wird. Ich muss jetzt dieses abendliche Gespräch mit euch leider ein bisschen kürzer fassen, als ich das eigentlich gerne tun wollen würde, denn ich habe mittendrin vorhin am Nachmittag Kopfschmerz bekommen, was sich jetzt, glaube ich, langsam so in so einer Migräne verwandelt, also so richtig bin ich davon immer noch nicht befreit, obwohl ich das Gefühl habe, es ist die letzten Monate deutlich besser geworden, als es im Winter beispielsweise war. Aber ja, ich fühle mich jetzt irgendwie sehr ausgelaugt und mit den Schmerzen macht es ja auch einfach keinen Spaß, hier zu sitzen, angestrahlt zu werden von dem Licht. Und deswegen würde ich mich einfach an dieser Stelle von euch verabschieden. Aber ich freue mich schon darauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Macht es gut, bis dahin und bye bye.